Du hast nie mehr mit mir geredet, außer ja und nein. Warum dann auf einmal jetzt? Ich muss mich erinnern. Ich war 35 Jahre alt und hab zum ersten Mal meine Wurzeln gespürt. Und von da an wollte ich die nicht mehr hergeben. Wir haben damals keinen Grund gebraucht für nix. Alles Große steht im Sturm! Wir haben gewusst, dass wir recht haben. Und gleichzeitig war es wurscht, ob wir recht haben oder nicht. Wie der Krieg vorbei war, habe ich drüber nicht reden können. Ich habe nicht gewusst, was ich jetzt sagen soll. Jetzt, weil wenn sie mit dir im Arm aufgetaucht ist, hat bei mir das Schnaufen kurz ausgesetzt. Sie ist mir noch schöner vorgekommen als auf dem Nothof. Wir waren im Haus nirgends mehr allein. Alle Gästezimmer waren voll mit Ausgebombten aus der Stadt. Alle haben den Krieg überlebt, aber keiner mehr war richtig daheim. Wer ist denn diese ausgesamte Person? Aber das ist doch die Frau Meinrad. Die Frau Meinrad ist es. Das ist ja ein gelungenes Kostüm. Ich erzähle jetzt deine Geschichte fertig, die du immer totgeschwiegen hast. Weil es auch meine ist. Dir fehlt der Respekt vor dem Alter. Du hast dich bloß in ein gemachtes Nest hineingehockt. Wie die Räder rot leuchten. Wie Purpur. Deine Mutter war immer auf deiner Seite. Ein Mensch, der was fühlt, der zeigt das Kind nicht aus dem Haus. Du darfst sowas nicht denken, was du da vorher gesagt hast. Das putzt du dir nur ein. Und jetzt mach wieder Frust Sicht. Immer ist dir alles andere wichtiger als die eigene Familie.